Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu diesem Webinar von Stock3.com in Kooperation mit dem Finanzdienstleister Finexity. Mein Name ist Oliver Baron, ich bin Finanzredakteur bei Stock3.com und ich freue mich sehr, Sie zu diesem Webinar heute Abend begrüßen zu dürfen. Wie Sie wissen, Finexity ermöglicht bereits ab Beträgen von 500 Euro die Investition in vollständig verwaltete und exklusive Sachwerte wie Immobilien, Kunst, hochwertige Weine, Oldtimer und Diamanten. Und heute Abend steht eine ganz besonders spannende Kategorie von Sachwerten im Fokus, in die man ebenfalls mit kleineren Beträgen schon über Finexity investieren kann, und zwar klassische und sehr teure Streichinstrumente. Die Instrumente berühmter Geigenbaumeister wie zum Beispiel Stradivari oder Jean-Baptiste Guillaume werden zu Beträgen bis in den zweistelligen Millionenbereich hinein gehandelt. Und was viele nicht wissen, ausgesuchte Violinen, Bratschen oder Celli haben sich über die Jahrzehnte preislich äußerst positiv entwickelt, was sie als alternative Wertanlage natürlich hochinteressant macht. Ich freue mich sehr, heute Abend über dieses Thema sprechen zu dürfen, und zwar mit Stefan Jansen, einem der international gefragtesten Experten auf dem Gebiet der Streichinstrumente, und mit Oliver Becker, Head of Growth bei Finexity. Schönen guten Abend, Herr Becker, und schönen guten Abend, Herr Jansen. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie gut hören. Guten Abend. Sehr Guten Abend, gut. Herr Schönen Jansen. guten Abend, Wunderbar. Herr Baron. Hallo, Herr Becker. Wunderbar. Dann scheint die Technik soweit zu funktionieren. Ja, ich habe schon gesagt, es geht heute Abend um ein wirklich hochinteressantes Thema und ein Thema, mit dem sich die meisten Privatanleger wahrscheinlich noch nie auseinandergesetzt haben, nämlich mit der Investition in teure und besondere Streichinstrumente. Klar, eine Anlageklasse, die natürlich normalerweise Privatanlegern überhaupt nicht offen steht, die aber natürlich über Finexity auch investierbar gemacht wird für Privatanleger. Ja, und vielleicht zu Beginn, Herr Jansen, wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen könnten. Ich habe Sie schon eingeführt, ja, als international sehr gefragten Experten für Streichinstrumente. Die Frage wäre, ja, wie sieht Ihr Werdegang aus? Wie sind Sie diesem Experten für Streichinstrumente geworden, und ja, aus welchem Bereich kommen Sie? Sie kommen eigentlich aus dem Bereich der Musik, und ja, vielleicht können Sie was zu Ihrem Werdegang erzählen, Herr Jansen. Ja, ich bin in eine Musikerfamilie hineingeboren worden und bin mit Streichinstrumenten und mit Streichbögen aufgewachsen. Mein Vater war im Staatsorchester, im Staatstheater in Darmstadt, und ich habe das seit ja, Kindesbeinen verfolgt, dieses Thema. Hab dann zunächst Musik studiert, Geige und Bratsche an der Musikhochschule in Lübeck. Bin danach 4 Jahre ins Investmentbanking gegangen, weil ich einfach mal was anderes auch erfahren und erleben wollte. Und bin dann sozusagen in diesen Bereich zurückgegangen, der mich mein Leben lang, den ich mein Leben lang verfolgt habe, nämlich das Arbeiten mit Musikern oder das, ja, und das Arbeiten mit Streichinstrumenten und mit Streichbögen. Und das ist jetzt was, was ich seit über 20 Jahren mache. Ich habe in wenigen Jahren Jansen Fine Bows zum Weltmarktführer für seltene französische Streichbögen entwickelt. Berate heute die führenden Instrumentalisten und Orchester. Und ja, liebe dieses Thema und habe es geschafft, sozusagen das, was mich wirklich interessiert, zu meinem Beruf zu machen. Ja, sehr, sehr spannend, und sicher auch für viele Zuhörer hier sehr ungewohnt, die jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt mit der Welt der Musik immer so viel zu tun haben. Aber gerade die Verbindung Investmentbanking und Musik, also Musik als Kunst, aber auch als Geschäft sozusagen, diese Verbindung findet sich ja sicher nicht so häufig, und ist sicher gerade auch aus diesem Grund sehr interessant für die Zuhörer heute Abend. Ja, Herr Jansen, wenn Sie vielleicht für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von Streichinstrumenten, wenn Sie vielleicht den Markt mal ganz grob beschreiben könnten,
Welche Instrumente werden da gehandelt? Wer handelt diese Instrumente? Wer erwirbt typischerweise solche Instrumente? Und werden die als Wertanlage gehalten oder werden die von Liebhabern gesammelt? Wie sieht dieser Markt für sehr teure Streichinstrumente aus? Ganz grob mal. Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass die Bedeutung der großen italienischen und französischen Geigenbauer sich über Jahrhunderte stetig weiterentwickelt hat und auf dem gewachsenen Fundament unserer Kultur basiert und dass sie Teil unserer Identität geworden sind, unersetzliche Bestandteile des Musiklebens und heute zum Verständnis von Tradition beitragen. Dann hat natürlich durch die ganze Globalisierung sich der Markt und die Nachfrage nach westliche Kultur und europäischen Kulturgütern im Generellen enorm entwickelt. Und vor allem Japan in den 80er Jahren, 90er Jahren, Südkorea, Singapur, Taiwan sind in den letzten Dekaden sehr wichtige Exportmärkte für das klassische Musikleben und damit auch für diese besonderen Streichinstrumente geworden. Also es ist ein sehr globaler Markt. Und wird sozusagen getragen von dieser natürlichen Nachfrage von Musikern nach diesen außergewöhnlichen Instrumenten. Jetzt ist es so, dass, sagen wir mal, diese Schere zwischen dem, was sich die Musiker, was sie finanziell möglich machen können und dem, was die Instrumente heute kosten, Schere ist gerade über die letzten 10, 20 Jahre enorm auseinandergegangen. Und es hat sich ich möchte sagen, ein Modell etabliert, wo es zu einem Dreiklang zwischen Musiker, Instrument und einem Schirmherrn oder eines Sponsors oder Patrons, wie man diese Person auch immer bezeichnen möchte, entwickelt hat. Also es gibt jemanden, der das Instrument spielt und es gibt jemanden, der das finanziell ermöglicht, dass ein Künstler, eine Künstlerin von Weltrang auf einer so besonderen Geige, ob das eine Stradivari ist oder eine Guarneri di Jesu oder inzwischen auch eine Viom, weil auch da sind die Preise natürlich in den letzten 20 Jahren enorm gestiegen, spielen können. Und ja, das ist in groben Zügen so, wie ich den Markt heute beschreiben würde. Ja, der Name Stradivari ist natürlich auch Leuten ein Begriff, die sich jetzt mit Musik vielleicht nicht so auskennen oder mit klassischen Musikinstrumenten. Aber natürlich nicht der einzige berühmte Geigenbaumeister. Und ja, was sich viele Leute sicher auch fragen, sind diese hochwertigen Instrumente, sind es immer alte Instrumente? Also haben die einen besonderen Wert auch deshalb, weil sich sozusagen um historische Stücke handelt, die natürlich dann eine gewisse Seltenheit auch haben? Oder sind diese Instrumente auch vom Klang her tatsächlich so gut oder so überlegen, dass sie sozusagen, Sie haben es ja schon angesprochen, dass Musiker von Weltrang dann auf solchen Instrumenten spielen? Also hat es hauptsächlich eine historische Dimension, weil es sich eben um alte Stücke handelt? Oder geht es tatsächlich auch besonders um die Klangfarbe vielleicht oder um sonstige Eigenheiten dieser Instrumente? Wie kann man das einem Laien vielleicht beschreiben? Also kommen ganz viele Faktoren zusammen. Zum einen sind diese Instrumente, also jetzt, wenn wir wirklich über diese großen Namen im Geigenbau sprechen, sind das ganz hervorragend gebaute Instrumente mit ganz hervorragenden Materialien, mit einer wahnsinnigen handwerklichen Fähigkeit, mit einem großen künstlerischen Ausdruck sind die entstanden. Also sind alle Zutaten sozusagen schon in dem Moment, wo dieses Instrument entstanden ist, sind Teil dieser Instrumente. Dazu ist es natürlich so, dass dazu kommt, dass diese Instrumente dann teilweise über 300 Jahre gespielt wurden und die Chance hatten ein kulturelles Gedächtnis aufzubauen, dass jeder Spieler, der sozusagen dieses Instrument in den letzten 300 Jahren gespielt hat, dieses Instrument auch geprägt hat und dass heute, sagen wir mal, eine Stradivari oder eine Guarneri
sagen wir mal, so komplex im Klang sein lässt und so auch für den Musiker so inspirierend wirkt. Also das eine ist sozusagen diese Qualität, die diese Instrumente von Haus aus haben, und das andere ist die Prägung, das kulturelle Gedächtnis, was sich über 200 Jahre hat aufbauen können. Das ist vielleicht ein bisschen wie mit einem Wein, der irgendwie heute abgefüllt wird, von einem großen Chateau kommt und alles mitbringt, um irgendwann mal ein ganz großer Wein zu werden. Aber er braucht diesen Reifeprozess von 20, 30 Jahren, um diese Komplexität zu entwickeln, die aber heute schon auch in ihm steckt. So würde ich das beschreiben. Ja, Wein ist natürlich ein sehr gutes Stichwort. Zum einen natürlich auch deshalb, weil Finexity ja auch die Investition in besondere Weine sozusagen anbietet. Aber auch einfach deshalb, ja, weil beides natürlich alternative Vermögenswerte sind, die jetzt normalerweise natürlich bei Privatanlegern nicht im Fokus stehen, die aber natürlich in einem Portfolio ja, sehr, sehr gut der Diversifizierung dienen können, einfach weil sie natürlich, weil diese Märkte weniger mit den Aktienmärkten oder mit den Anleihemärkten oder Ähnlichem korreliert sind und deshalb natürlich hier eine gute alternative ja, Anlageklasse darstellen, die aber natürlich bisher für Privatanleger überhaupt nicht zugänglich war, sondern die natürlich ja, nur für Leute mit sehr großem Geldbeutel, auch für Menschen, die sich damit ausgekannt haben, ja, zugänglich war, dieser Markt. Mich würde jetzt auch mal konkret interessieren, Sie sind ja ein gefragter Berater und Experte auf diesem Markt. Wie sieht da Ihre Tätigkeit konkret aus? Beraten Sie Käufer beim Kauf von Instrumenten? Ja, wie kann man sich das vorstellen, Herr Janssen? Ja, es gibt unterschiedliche Szenarien. Es ist manchmal so, dass ich einen Musiker oder eine Musikerin treffe und es den Wunsch gibt, sozusagen von Musikerseite irgendwie ein besonderes Instrument spielen zu wollen. Und dann geht es einfach darum, in erster Linie erstmal ein Instrument zu finden, was zu der Musikerin oder zu dem Musiker passt, was einfach künstlerisch passt. Und dann geht es darum, im zweiten Schritt, wenn man dieses Instrument gefunden hat, jemanden zu finden, der das finanziell ermöglicht, der Freude daran empfindet, eine Musikerin oder einen Musiker zu fördern, nah an einer Karriere dabei zu sein, sein oder das Instrument in der Mailänder Scala zu hören, in der Berliner Philharmonie zu hören, in der Carnegie Hall in New York zu hören. Also diese seinem Investment sozusagen folgen kann und diesen Austausch mit der Künstlerin oder mit dem Künstler schätzt. Und ja, das sozusagen diesen Dreiklang zu, wie soll ich sagen, diesen Dreiklang zu bewerkstelligen, das ist sozusagen die Aufgabe. Manchmal ist es aber umgekehrt, dass jemand zu mir kommt und den Wunsch äußert, ein Instrument als Investitionsobjekt zu kaufen und das natürlich auch zu kombinieren mit einem philanthropischen Gedanken, also das Instrument dann im ersten Schritt zu kaufen und dann jemanden zu finden, der mit dem Instrument spielen möchte. Und ja, das sind so zwei Szenarien, mit denen ich häufig in Berührung komme. Ja, mich würde interessieren, Herr Becker, wenn wir Sie vielleicht auch ins Gespräch einbinden könnten an dieser Stelle. Was hat denn Finexity dazu bewogen, auch diesen Markt sozusagen zu adressieren? Es ist ja ein spannender Markt, auf jeden Fall. Finexity bietet ja die Möglichkeit, in ganz unterschiedliche alternative Vermögenswerte zu investieren. Aber was macht aus Ihrer Sicht vielleicht gerade auch, ja, was inwiefern sind antike oder nicht antike, aber inwiefern sind Streichinstrumente auch ein interessantes Anlagegut für Privatanleger? Also grundsätzlich sind wir ja so aufgestellt, dass wir ähnlich wie so ein Family Office ja immer auf der Suche sind nach interessanten, werthaltigen Sachwerten, die werthaltig sind über und jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auch eben auch sehr langfristig Wert konservieren und auch in der Zukunft widerspiegeln.
Und das Thema Violin ist zu uns über einen Mittelsmann gekommen, der mit dem Stefan Jansen zusammengesessen hatte und letztendlich unserem Vorstand eine Mail geschickt hat, nach dem Motto, ich sitze hier gerade mit dem Stefan Jansen zusammen, wir haben da eine Idee, vielleicht könnt ihr die ja tragen und unterhaltet euch mal. Und was uns letztendlich überzeugt hat, ist, dass wir hier es mit einem Markt zu tun hat, der äußerst, äußerst wertstabil ist. Also wie wir durch Herrn Jansen und auch durch eigene Nachforschung und Recherchen ermittelt haben, sind die Preise eigentlich nur gestiegen. Und zwar über die letzten 250 Jahre. Egal, ob wir jetzt die große Depression Anfang des letzten Jahrhunderts hatten, ob wir Währungsreformen hatten in den ersten zwei Weltkriegen, ob wir andere Krisen haben, selbst in der letzten großen Finanzkrise 2008, die ja letztendlich uns noch als Subprime-Crisis noch im Gedächtnis ist, hat dieser Markt keine Rücksetzung im Preis erlebt. Das ist sehr wunderlich. Aber auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erfolgt da einer bestechenden Logik, denn so wie Herr Jansen ausführte, ist dieser Markt überhaupt nicht gehebelt. Das heißt also, diese Instrumente werden in der Regel von Leuten erworben, die kein Fremdkapital brauchen. So, und wenn dort eben das Instrument mit Eigenkapital gekauft wird, ist somit auch völlig egal, wo Leitzinsen gerade stehen, ob oben oder unten, die sind einfach entkoppelt. Und damit kommen wir natürlich zu einer zweiten sehr, sehr interessanten Charakteristik, nämlich die Korrelation. Denn als in den 60er Jahren die 60-40-Aufteilung zwischen Bonds und Aktien aufgestellt worden ist, gab es da ja noch eine andere Korrelation. Mittlerweile ist es ja so, dass Aktien- und Bondmärkte relativ nahe beieinander sind und auf die Zinsen und auf ja auch Krisen in den Märkten stark reagieren. Und diese Streichungsinstrumente sind halt völlig losgelöst davon. Also die haben eine Korrelation, die liegt bei null. Und wenn man das miteinander kombiniert, Korrelation von null bei einer hohen Wertstabilität, dann ist man eigentlich schon bei dem Geheimnis dieser Anlageklasse angekommen. Und wenn Sie dem einfach noch hinzuaddieren, dass letztendlich die ganzen Geigenmeister allesamt verstorben sind und ihr Erbe, das sie hinterlassen haben, einfach natürlich begrenzt ist. Herr Jansen, da würde ich Sie ja vielleicht nochmal bitten, ich meine, wie viel Stradivarius gibt es denn gerade weltweit? Also Sie hatten nie mal gesagt, irgendwie so um die 700, aber davon sind als Investment ready im Sinne von, was Sie wirklich interessiert, ja nur super wenige echt interessant, richtig? Ja, es gibt circa, also man weiß es nicht ganz genau, aber um die 700 Stradivaris ganz viele davon werden nie wieder auf den Markt kommen. Also die sind dann auch immer und ewig in Stiftungen oder in großen Sammlungen beheimatet. Es gibt immer ein gewisses Kontingent, was weltweit an Stradivari-Instrumenten zu haben ist. Und dann gibt es aber wieder auch nur einen Bruchteil davon, der wirklich interessant ist. Also warum ist die Stradivari interessant als die andere? Es liegt zum einen an der Periode, in der das Instrument gebaut wurde, am Erhaltungszustand, einfach an der Schönheit auch des Exemplars, an der Provenance. Also wer dieses Instrument über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte gespielt hat, und an der Frage, ob das Instrument in allen Teilen original ist. Also da spielen viele Faktoren rein, um eine Stradivari als besonders interessant zu erachten oder zu sagen, okay, es ist ein Stradivari und es ist immer noch ein schönes Instrument, aber jetzt nochmal für Kunden, die mich beauftragen, was Außergewöhnliches zu finden, kommt dann auch nicht jedes Stradivari-Instrument in Betracht. Nun ist ja der französische Geigenbaumeister Jean-Baptiste Villon hat ja 100 Jahre oder 120 Jahre später gelebt, nach Stradivari, und hat ja nach, wie ich lernen durfte,
es ja geschafft, da eine ganz eigene Marke aufzubauen. Wie hat der das denn geschafft? Ja, also Viom ist einer der großen Figuren in der Geschichte des Geigenbaus. Er war die prägendste Persönlichkeit im 19. Jahrhundert, ein großartiger Geigenbauer, großartiger Unternehmer, Geigenhändler, der erste war, der im großen Umfang altitalienische Instrumente aus Italien gekauft hat und die Gelegenheit hatte, diese Instrumente eingehend zu untersuchen, zu zerlegen, anzuschauen, warum sozusagen eine Stradivari ist und hat die Möglichkeit, diese Instrumente zu studieren und dann sozusagen auch das Talent und den Ehrgeiz sozusagen, diesen Meisterwerken nachzueifern. Und war derjenige letztendlich so, der es geschafft hat, circa 100 Jahre später oder 100, 120, 130 Jahre, diese großen Vorbilder wirklich so nahe zu kommen. Wir sehen jetzt hier auf der Seite von Finexity konkret diese Investmentmöglichkeit eben in ein Viom-Instrument aus dem Jahr 1855. Mich würde jetzt interessieren, wie läuft denn der Prozess ab? Also wie haben Sie dieses Instrument ausgewählt? Welche Kriterien mussten Sie sozusagen anlegen, um dieses Instrument auch zu prüfen? Ich stelle mir jetzt das als Laie sehr, sehr schwer vor, einzuschätzen. Zum einen natürlich überhaupt erstmal einen Überblick über den Markt zu haben, aber auch an so ein Instrument zu kommen und dann auch dieses Instrument zu prüfen, anhand der Frage eben, ob dieses Instrument ein interessantes Investment darstellt. Herr Janssen, wenn Sie vielleicht schildern könnten, wie Sie da auch in diesem konkreten Fall vielleicht vorgegangen sind oder wie Sie da ganz allgemein vorgehen, um so ein Instrument zu prüfen und auch einzuschätzen, was das mögliche Renditepotenzial zum Beispiel ausmacht bei so einem Instrument. Wie geht man davor? Zum einen habe ich natürlich ein weltweites Netzwerk und mir werden immer Instrumente also ständig angeboten und unter anderem natürlich auch immer wieder Instrumente von Viom. Das Instrument hier ist ein besonders ausgesuchtes Exemplar aus seiner besten Schaffensperiode. Die Geige ist nach dem Modell von Antonio Stradivari gefertigt worden. Wirklich ein wunderschönes Exemplar erstmal. Wunderschön macht es sondern die Ausführung, das Modell, die Wahl der Materialien, der wirklich wunderbare einteilige Ahornboden. Man sieht, dass das Instrument wirklich, also dass dieser Ahornboden, wie man im Geigenjargon sagt, eine besonders schöne Flammung hat. Es ist sehr, sehr gut erhalten, ist nahezu rissfrei. Es ist mit einem wunderschönen kirschroten, goldfarbenen Lack überzogen. Und es klingt vor allem wirklich besonders italienisch. Also das heißt, der Klang dieser Geige ist wirklich sehr nah dran an den großen italienischen Meistern wie Antonio Stradivari. Und das letztendlich qualifiziert die Geige das erfüllt so die Kriterien, dass ich mich für dieses Instrument letztendlich interessiert habe und es in dem Rahmen, wie jetzt hier mit Finexity, dementsprechend auch empfehle. Ich habe mal eine Frage. Also aus der Geschichte wissen wir, dass der Violist Niccolo Paganini, der Teufelsgeiger, ein großer Verehrer von Viom war seinerzeit und ist der auch mittlerweile schon verstorben. Aber welche Figuren aus dem heutigen Leben wären da zu nennen, die, sag ich mal, so eine Viom, sag ich mal, bevorzugt spielen? Ja, also es gibt vor allem
eine sehr, sehr prominente, sehr, sehr gute international spielende Solistin, die ausschließlich auf Virum-Instrumenten spielt. Das ist Hilary Hahn, eine Amerikanerin. Die könnte grundsätzlich jedes Instrument der Welt spielen, weil sie wirklich zur absoluten Spitze gehört. Spielt aber ausschließlich Instrumente von Jean-Baptiste Guillaume. Ich weiß, dass Anne-Sophie Mutter, die selber zwei Stradivari-Geigen besitzt, eine große Verfechterin von Guillaume-Instrumenten ist und jedem jungen aufstrebenden Geiger oder jeder jungen aufstrebenden Geigerin, die eben noch nicht in der Position ist, eine Stradivari oder eine Guarniere de Gesù spielen zu können, Guillaume-Geigen nahelegt und eine wirklich totale Verfechterin seines Werks ist. Ist es denn wichtig für einen Violisten, wenn der in einem Ensemble spielt, wenn er sich dort bei einem Orchester bewirbt, dass er mit so einem Instrument aufwartet? Wird das erwartet oder wird das Instrument grundsätzlich dann gestellt? Naja, es wird erwartet, dass wer auch immer, wo auch immer vorspielt, einen besonders starken Eindruck macht. Und so ein Instrument hilft natürlich einer Geigerin oder einem Geiger, sein oder ihr volles Potenzial zu entfalten. Also diese Instrumente haben einfach eine Komplexität im Klang, eine Strahlkraft, eine Tragkraft, um jeden großen Konzertsaal der Welt auszufüllen, klanglich auszufüllen. Und das ist das, was letztendlich, wenn sich jemand mit einem Instrument präsentiert, was dann für den Künstler, für die Künstlerin dann für große Entscheidung ist. Okay, und woher kommt für Sie jetzt so die Fantasie, dass diese Guillaume 1855 von besonders, ich sag mal so, in seinem Wert in den nächsten 5 bis 10 Jahren besonders, sag mal, gesteigert wird durch eine Nachfrage? Naja, also wie ich eingangs bereits meinte, so dieses Oeuvre von Guillaume ist abgeschlossen. Es wird nie mehr als 3000 dieser Instrumente geben. Das ist die ungefähre Anzahl von Instrumenten, die er gefertigt hat. Davon sind aber auch nicht alle so interessant wie dieses Exemplar, was wir heute Abend diskutieren. Und zum anderen haben wir natürlich durch die Globalisierung expandierende Märkte. Die Welt wird sozusagen immer größer und die Nachfrage nach diesen Kulturgütern wächst stetig. Und Guillaume ist nun mal eines der großen Brands in der Geschichte des Geigenbaus. Und allein wenn man an Länder wie China denkt, so, wo es 30, 40 Millionen musizierende Menschen gibt, so, dann kann man sich vorstellen, dass eine große Nachfrage in den nächsten Jahren auf ein kaum vorhandenes Angebot trifft. Und wenn man dann in die Vergangenheit geht, und nichts anderes kann man machen, wenn man sich über Investitionsmöglichkeiten informieren möchte, so, dann sieht man einfach ein ständiges und korreliertes Wachstum dieser Werte. Und durch die natürliche Nachfrage ist es natürlich so, dass der Markt ein wirklich ganz besonderes Fundament hat. Und es ist überhaupt nicht davon auszugehen, dass sich das in der Zukunft überhaupt irgendwann mal ändern kann. Und das sind dann alles Zutaten, die auf einiges hoffen lassen. Nun, wenn das so ein enger Markt ist, der so ein geringes Angebot hat und auch so eine steigende Nachfrage trifft, wie Sie beschrieben haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch Gestalten an den Markt lockt, die versuchen, eine Kopie zu erstellen oder, sage ich mal, ein Fake, wie Neudeutsch heißt. Wie lässt sich denn das,
kann man ein Fake erstellen? Frage. Und wie entlarvt man dieses? Ja, also die Expertise ist heute wirklich sehr, sehr weit, was diese ganzen Instrumente angeht. Und wie, wenn man so ein Instrument erwirbt, das ist ein klassisches Echtheitszertifikat oder von einem Erstklasse-Zertifikat begleitet wird. Und hier ganz konkret, diese Geige, über die wir heute sprechen, die hat ein Echtheitszertifikat von John & Arthur Peer aus London. Das ist die weltweit führende Firma im Handel für hochwertige Streichinstrumente. Die gibt es seit 125 Jahren, ausgezeichnet mit dem Queen Award. Das garantiert in diesem ganz konkreten Fall die Echtheit des Instruments. Okay. Jetzt wird die Violine ja verliehen an das Philharmonische Staatsorchester in Hamburg. Wie spielt das in, wie spielt diese, dieser Faktor in die gesamte Geschichte ein? Was bedeutet das für das Projekt? Ja, ich finde es zuerst mal wirklich sehr schön so, dass hier dieses Instrument seinem Zweck nachkommen kann, nämlich wirklich eine Musikerin, einen Musiker zu erfreuen, einen Klangkörper wie dieses das renommierte Hamburger Orchester aufzuwerten und vor allem auch für das Publikum da zu sein. Dafür sind diese Instrumente gemacht. Und das finde ich einfach wirklich das Tolle an der Idee von Finexity. Zum einen ein alternatives Investment anzubieten, aber das auf der anderen Seite auch mit Philanthropie zu verbinden. Und das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil, durch die Nutzung entwickelt sich sozusagen auch hier dieses kulturelle Gedächtnis dieses Instruments weiter. Es wird, die Provenance wird fortgeschrieben. Und das würde ich sagen, ist die beste aller Welten. Sie haben schon erwähnt, das Instrument hat einen exzellenten Zustand. Da würde mich jetzt, da interessiert, als Laien würde mich da zwei Sachen interessieren. Zum einen, Sie haben es gesagt, das Instrument soll natürlich auch gespielt werden. Mich würde jetzt interessieren, unterliegen diese Instrumente nicht irgendwie einem Verschleiß, wenn die gespielt werden? Also oder ist es im Gegenteil, Sie haben ja die Provenance erwähnt, überwiegt dieser Aspekt eben, dass wenn diese Instrumente von hochkarätigen Musikern gespielt werden, das sozusagen auch auf das Instrument ideell irgendwie abstrahlt und die Instrumente auch deshalb so begehrt sind, weil sie eben von hochkarätigen Musikern gespielt werden. Aber mich würde auch konkret, also der Materialaspekt interessieren. Wie muss man denn mit solchen Instrumenten umgehen, dass sie eben nicht einem gewissen Verschleiß auch unterliegen? Und werden die Instrumente dann regelmäßig so restauriert, dass sie sozusagen ihren Klang bewahren? Oder wie muss man sich das als Laie vorstellen? Naja, dadurch, dass diese Instrumente heute so teuer sind, so ist auch der Umgang mit diesen Instrumenten dementsprechend. Die Musiker sind sich durchaus bewusst, was sie da in den Händen halten und gehen wirklich sehr, sehr pfleglich mit diesen Instrumenten um. Und da muss auch nicht viel restauriert werden. Die sind überraschend robust. Und wenn das Instrument ein, zweimal im Jahr gewartet wird, von einem Geigenbauer, durchgeschaut wird, gereinigt wird, so dann reicht das vollkommen aus, um das Instrument auch in dem Zustand zu halten, in dem es heute ist. Mhm. Sie haben vorhin den Zustand als exzellent beschrieben. Nach welchen Kriterien sind denn da entscheidend? Also wenn man jetzt den Zustand eines Instruments beurteilt, auch im Hinblick auf die erwartete Wertentwicklung sozusagen. Konzentriert sich der Markt hier auch auf die, ich sag mal, auf die ausgewählten Stücke, die jetzt eben einen besonders exzellenten Zustand haben, oder ist der Markt breiter und werden sozusagen sämtliche Vuillaume-Geigen zu besonderen Preisen gehandelt? Also welche Rolle spielt der Zustand und wie wird dieser Zustand eben konkret festgestellt bei so einem Instrument?
Also der Zustand spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und da geht es maßgeblich erstmal darum, ob das Instrument irgendwelche Risse hat. Die Decke ist aus Fichtenholz hergestellt. Die ist sehr wichtig für Risse, die dann unter Umständen über 150, 170 Jahre entstanden sind. Mitunter ist es auch nicht, wie soll ich sagen, sehr entscheidend, wenn es mal einen Riss gibt, der fachmännisch restauriert wurde. So, das hat, je nachdem, wo der Riss am Instrument ist, nur einen sehr geringen Einfluss auf die, auf die Bewertung der Geige. Also das würde ich sagen, die Risse sind so das, worauf man am meisten achtet. Man achtet auch darauf, wie viel Originallack ein Instrument noch hat. Aber das sind so die Kriterien, nach denen man so ein Instrument bewertet, was den Zustand angeht. Das in der Regel kann man von einem Geigenbauer durchführen lassen. Hier das Instrument, wie gesagt, ist rissfrei. Das ist ein besonders gut erhaltener Zustand. Und das macht das Exemplar auch so besonders. Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, können Sie die natürlich gerne auch im Chat stellen. Ich habe gehört, der Herr Janssen muss uns leider in den nächsten Minuten auch schon wieder verlassen. Wenn Sie jetzt noch Fragen an den Herrn Janssen haben, wenn Sie die vielleicht jetzt noch stellen könnten. Ansonsten würde ich gerne noch mal zu dem Aspekt als Investment Case sozusagen zurückkommen. Und wir sehen ja hier auch eine prognostizierte Gesamtrendite angegeben von 5,25% pro Jahr. Entspricht das der Wertentwicklung, die andere Viom-Instrumente in der Vergangenheit gezeigt haben? Oder wie wird diese Gesamtrendite, diese erwartete Rendite, wie wurde diese ermittelt? Und wir haben vorher auch die Grafik gesehen, dass es praktisch mit den Preisen eigentlich nur nach oben ging. Welche Einflussfaktoren spielen denn bei der Preisentwicklung solcher Instrumente eine Rolle? Vielleicht Herr Janssen oder auch Herr Becker, ich weiß nicht, wer das von Ihnen beantworten will. Na, es sind natürlich historische Werte. Und wie gesagt, wenn man sich in eine Investition anschaut, kann man ja nichts anderes machen, als in die Vergangenheit zu schauen. Und das ist das, was die Vergangenheit aussagt, aber auch nicht nur auf die letzten Jahre, sondern auf die letzten Jahrzehnte. Also muss man wirklich, kann man sehr weit zurückgehen, ist diese Rendite in der Vergangenheit immer sozusagen erzielt worden. Und ich persönlich finde es immer entscheidend, wenn man sein Geld in ein Instrument, in eine Geige investiert, so dass man wirklich ein besonders schönes Exemplar sucht und eher, sagen wir mal, ein bisschen mehr Geld ausgibt und was Außergewöhnliches kauft, als was Durchschnittliches zu einem durchschnittlichen Preis. Was Besonderes zu finden und da auch den entsprechenden Marktwert zu zahlen, wird immer honoriert. Und aus den Umständen so, dass dieses Brand immer weiter wächst, dass die ganze Instrumente limitiert ist, dass der Markt immer gut, durch dieses besondere Merkmal dieser Anlage, dass Schleichinstrumente wirklich besondere Klasse ihrem ursprünglichen Zweck, nämlich gespielt zu werden, dienen, dass ist die Melange, aus der man annehmen kann, vermuten kann, so dass es so weitergeht, wie es die letzten 30, 50, 70, 100 Jahre gegangen ist. Wir haben jetzt tatsächlich eine User-Frage. Ich weiß nicht, Herr Janssen, ob Sie noch Zeit haben, um das zu beantworten oder ob Sie uns verlassen müssen. Sie müssen uns dann Bescheid geben. Die Frage war auf jeden Fall, inwiefern eine Beschädigung des Instruments, zum Beispiel auch ein Herunterfallen der Violine, den Wert des Instruments beeinflussen oder mindern kann. Also mal angenommen, dem Musiker passiert irgendwie ein Ungeschick oder so, er stolpert mit dem Instrument oder was auch immer, und das Instrument wird beschädigt.
Welchen Einfluss hat das auf die Wertentwicklung oder können solche Schäden durch einen Geigenbauer auch wieder repariert werden, sodass das dann dem praktisch keinen Einfluss auf die, auf den Wert des Instruments langfristig hat? Wie, was kann man dazu sagen? Ja, also es gibt Risse, die kaum einen Einfluss auf den Wert des Instruments haben, wenn sie im Fachmanager restauriert werden. Es gibt Risse, die den Wert des Instruments halbieren können. Das ist der sogenannte Bodenstimmriss. Das ist eine Beschädigung, die wirklich einen signifikanten Einfluss auf die Bewertung eines Instruments hat. Entscheidend ist, dass das Instrument versichert ist und gegen alle Risiken versichert ist. Und das ist hier bei dieser Biom, die dem Staatsorchester in Hamburg zur Verfügung gestellt wird, der Fall. Das heißt, stolpert der Musiker und es kommt zu einem Schaden, der wirklich einen Einfluss auf die Bewertung der Geige hat, dann springt die Versicherung ein und wird es dann auch in voller Höhe erstatten. Also von daher gibt es für den Investor hier an der Stelle kein Risiko. Ja, wunderbar. Es ist ja auch ein Finanzierungsvolumen von 400.000 Euro angegeben. Kann man sich das so vorstellen, dass das praktisch der Kaufpreis dieses Instruments ist? Oder was kann man sich unter diesem Finanzierungsvolumen vorstellen? Hier steht es ja, der Gesamterwerbspreis für dieses Instrument beläuft sich praktisch auf diese Summe. Vielleicht können Sie was zu der Bewertung sagen. Wie geht man vor, wenn man so ein historisches Instrument bewertet und hier auch einen fairen Preis sozusagen feststellen muss für so ein antikes Instrument oder für so ein altes Instrument? Also ich würde sagen, dass diese Geige an der oberen Grenze von dem liegt, was eine Viom-Geige heute kosten kann, weil es einfach auch wirklich ein ausgesuchtes Exemplar ist. Also das ist einer von vielleicht, weiß ich, 30, 40, 50 Geigen, die diesen Kriterien entspricht. Und das deckt sich sozusagen mit der Aussage, die ich eben getan habe, dass ich immer eher ein ausgewöhnliches Instrument kaufen wollen würde zum entsprechenden Kaufpreis als ein durchschnittliches Exemplar zu einem durchschnittlichen Preis. Also man bekommt sicher auch eine Viom, die vielleicht 20-30% unter diesen 400.000 liegt, aber die ist dann auch nicht mehr wert als 30-40% weniger. Und das spiegelt im Grunde wirklich so den Markt wider. Also so werden diese Instrumente dieser Güteklasse international gehandelt. Es ist sogar leicht unter dem, was man auch sonst für diese Geigen ansetzen könnte. Aber man muss immer ganz klar sagen, das ist ein außergewöhnliches Exemplar. Dieses Instrument erfüllt wirklich alle Kriterien. Und diese 400.000 bzw. 365.000, so wie ich das richtig gelesen habe, ist die sehr faire Bewertung heute. Und Sie, Herr Baron, Sie dürfen, Sie müssen da auch mit in den Kontext nehmen, dass wenn Sie, wir haben ja heute über Stradivari auch gesprochen, dass der Preis einer Stradivari irgendwo bei 5 bis 8 Millionen beginnt und dann nach oben hin offen geht in den zweistelligen Bereich. Und dass, wenn man mal sieht, dass im asiatischen Bereich, wo ca. 30 Millionen Chinesen eine Violine spielen und auch sehr, sehr viele Talente herauskommen, dass natürlich die nicht sofort zu einer Stradivari greifen, sondern natürlich erstmal auch sich verdienen müssen und entwickeln müssen. Und dass natürlich hier das Angebot von anderen Geigenbauern wie einem Guillaume natürlich ebenso reizvoll ist und natürlich die Nachfrage dort natürlich viel, viel größer sein wird. Also insofern gehen wir auch davon aus, dass so wie sich der Markt entwickelt global, dass hier eine sehr starke Nachfrage vor der Tür steht.
Mich würde auch interessieren, ob der Markt eigentlich kleiner wird. Also ob Instrumente sozusagen ja bei irgendwelchen Sammlern im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrzehnte verschwinden und der Markt an Instrumenten in dem Sinne kleiner wird, dass mit der Zeit weniger dieser antiken Instrumente gehandelt werden, einfach weil manche dieser Instrumente in festen Händen sozusagen landen und dann auch nicht mehr weiterverkauft werden, sondern Teil irgendeiner Sammlung oder Ähnliches werden. Kann man dazu vielleicht noch was sagen? Also ein besonderes Merkmal ist natürlich, dass diese Musiker mit ihren Instrumenten emotional verbunden sind und dass diesen ganzen Markt so stabil werden lässt. Also Sie werden keinen Musiker, der heute eine Geige, eine Viom, sagen wir mal, für 400.000 Euro kauft, der in 2 Jahren vielleicht 500.000 Euro für das Instrument bekommen könnte. Der wird den Teufel tun, das Instrument dann für 500.000 Euro zu verkaufen, weil er einfach emotional mit diesem Instrument verbunden ist. Und das Ganze gibt diesem Markt diesen nicht spekulativen Charakter, ich möchte fast sagen, diesen unschuldigen Charakter, durch diese tatsächlich natürliche Nachfrage von Seiten der Musiker. Und das ist die Schönheit dieses Marktes, diese Emotionalität, mit der die Käufer, auch wenn das ein Sponsor ist, der einem Musiker das Instrument zur Verfügung stellt, auch der wird eine Bindung zu dem Musiker haben und zu dem Instrument. Auch der wird das Instrument nicht, weil er ein Jahr später 10 oder 15% mehr bekommen könnte, deswegen verkaufen. Also das ist sozusagen dieses Fundament und der Sockel, auf dem dieser Markt sich bewegt. Also der Stefan Herrling, der die erste Violine im Staatsorchester in Hamburg spielt und der jetzt diese Violine spielt, hat das Instrument, das er vorher gespielt hat, 20 Jahre lang gespielt. Und in einem Gespräch hat er auch gesagt, dass er das Musiker und Instrument, es ist Ross und Reiter. Also die gehen eine wirklich innige Bindung ein und die müssen sich gegenseitig kennenlernen. Der Herrling, der spielt dann wirklich jeden Tag mehrere Stunden auf der Violine. Und das ist halt für ihn was ganz Besonderes. Deshalb ist das, so wie Jansen gesagt hat, auch absolut nicht monetär getrieben. Weshalb natürlich zu Deutsch, ja, die verfügbaren guten Stücke, wie Jansen gesagt hat, die werden tendenziell weniger werden. Der Markt wird da nicht so viel hergeben in Zukunft. Ja, wunderbar. Sie haben schon gesagt, ein Markt, der nicht so von spekulativen Interessen getrieben wird, sondern hauptsächlich natürlich davon, dass diese Instrumente auch genutzt und eingesetzt werden und ihrer eigentlichen Bestimmung sozusagen zugeführt werden und dann auch gespielt werden. Und in dem Sinn ist natürlich auch diese Viom-Geige hier zu sehen und sicher auch eine soziale oder wie soll man sagen, eine soziale Komponente dabei, dass diese Viomgeige dann eben als Leihgabe an das Staatsorchester Hamburg verliehen wird. Ja, mich würden jetzt trotzdem noch die monetären Aspekte sozusagen interessieren. Wie muss ich ein Privatanleger, und die Frage geht jetzt vor allem auch an Herrn Becker, denke ich, wie muss ich ein Privatanleger jetzt diesen Investitionsprozess vorstellen? Die Sachwerte werden ja tokenisiert sozusagen. Also es gibt ja einen Token, mit dem diese Sachwerte abgebildet werden. Wenn jetzt jemand noch nie über Finexity investiert hat, wie muss er sich sozusagen den Investitionsprozess vorstellen? Und wir sehen hier auch Laufzeitbeginn Dezember 2022 und Laufzeitende 2032. Was passiert sozusagen zum einen mit dem Token und was passiert dann zum anderen auch mit dem Instrument? Wird das Instrument dann am Ende der Laufzeit sozusagen weiterverkauft und die Anleger profitieren dann sozusagen von dem höheren Verkaufspreis oder wie kann man sich die Wertentwicklung dann konkret vorstellen für die Anleger? Also erster Schritt, also letztendlich für Interessierte ist, dass sie sich auf unserer Seite ein Konto anlegen, eine ganz normale Registrierung durchführen, die sie mit Namen, Vornamen und ihrer E-Mail-Adresse dann abschließen. Wenn sie dann haben sie eigentlich dann sind sie registriert bei uns und dann können sie eigentlich schon direkt auf den Marktplatz gehen
und einen Investmentprozess loslösen, indem Sie einfach auf die Kachel klicken, auf der Sie auch geklickt haben, auf dem Marktplatz, jetzt für die Bewegung und dann auf jetzt investieren drücken. Das ist jetzt hier bei der Bewegung noch nicht ganz möglich, da, Moment, ich muss mal kurz meinen Cursor holen. Doch, da ist das ja. Jetzt registrieren, Sie sind ja nicht registriert. So, aber prinzipiell können, wenn Sie registriert sind, würde da an der Stelle, wo Sie jetzt registrieren, stehen, dann jetzt investieren oder jetzt reservieren. Und dann kann man letztendlich einen Betrag ab 500 Euro und höher dort nach eigenem Gusto eingeben. Grundsätzlich ist es ja so, dass alle unsere Investments ja wieder über den Sekundärmarkt gebührenfrei veräußerbar sind. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Geige dann tokenisiert, also wo wir das Investment tokenisiert haben, und das ohne Wartezeit, kann jeder Investor wieder aus seinem Investment aussteigen, wie er möchte. Da sind also dem keine Grenzen gesetzt, sodass die prognostizierte Laufzeit bis Dezember 32 nicht unbedingt einzuhalten sind. Zu empfehlen sind sie allemal, weil letztendlich, um quasi die volle Wertschöpfung, die in dieser Zeit aufgebaut wird, letztendlich am Ende mitzunehmen. Und das bedeutet nicht nur, dass man sein Investment zurückbekommt, sondern selbstverständlich, dass man auch an dem Erlös, an dem Nettogewinn, der sich aus dem Verkaufspreis minus dem Einstand ergibt, letztendlich auch dann beteiligt ist. Na, je nachdem, mit welcher Tranche man dabei ist. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeiten, ab 500 Euro dabei zu sein. Es gibt auch die Möglichkeit, ab 10.000 Euro dabei zu sein. Dann gibt es auch noch zwei Elfi-Karten, also zwei Karten von Elfenomie Hamburg dazu. Und wer sage und schreibe 25.000 Euro und mehr investieren möchte, der kriegt nicht nur Karten fürs Elbphilharmonie-Konzert, sondern hat auch damit das Recht auf ein Privatkonzert, an dem auch der Herr Herling, der Stefan Herling, der diese Vium spielt, dann zugegen ist, und das dann mit Freunden zu genießen. So. Ja, wunderbar. Das, also es gibt also neben der finanziellen Rendite gibt es auch eine emotionale Rendite. Und außerdem ist es ja so, dass letztendlich dieses Investment ja auch eine Wirkung hat, nämlich eine kulturelle Wirkung. Ich denke, diese Symbiose, die wir hier sehen zwischen Musikförderung auf der einen Seite und einem finanziellen Investment auf der anderen Seite, ich glaube, das macht den besonderen Reiz aus, den wir hier zusammen mit dem Staatsorchester entwickelt haben. Es mag ja so sein, dass diese Rendite jetzt vielleicht im Angesichts der kürzeren Vergangenheit nicht so äußerst interessant ist. Ich denke, was es am interessantesten macht, ist, dass es sehr stabil ist und dass sie doch stetig wächst und dass das extrem viel Ruhe in ein vielleicht doch sehr volatiles Portfolio bietet. Und unter dem Aspekt der Diversifikation eigentlich auch ihren Teil dazu beiträgt. Ja, wunderbar. Das klingt doch schon fast nach einem Schlusswort, wenn ich so will. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Janssen, dass er uns zur Verfügung gestanden hat, und auch bei Herrn Becker, dass er uns heute Abend zur Verfügung gestanden hat. Es waren sicher für Privatanleger sehr ungewohnte Einblicke in eine Welt, mit der sie sich normalerweise eher nicht beschäftigen. Ja, vielen Dank an Sie beide. Und ja, wenn man sich weiter informieren möchte, einfach die Finexity-Webseite besuchen. Wir haben es ja jetzt gezeigt, wie man zu diesem Instrument kommt. Und Sie sehen, Finexity bietet auch viele zahlreiche andere Investitionsmöglichkeiten an, alle eben auf der Blockchain, 100% digital. Ja, besuchen Sie einfach die Finexity-Webseite und stöbern Sie dort ein bisschen nach interessanten Werten. Und nochmal danke an Herrn Janssen und an Herrn Becker. Und einen schönen Abend von meiner Seite. Gerne, gleichfalls. Danke, wiederhören. Danke, Wiederhören.